Der durchschnittliche Außerirdische ist grün, hat große Augen und eine Laserkanone, mit der er die Menschheit unterjochen will. Die Timesplitters halten nicht viel vom Durchschnitt und auch nicht viel davon, sich bei den primitiven Erdenbewohnern die Klauen schmutzig zu machen. Deswegen bedienen sich die Aliens eines Zeittors, um die Geschichte der Menschheit zu manipulieren. Und wie so oft sind sie der Einzige, der das verhindern kann. In jeder Zeitepoche des Story-Modus schlüpfen sie in die Rolle eines anderen mutigen Helden und müssen sich unterschiedlichen Gegebenheiten anpassen. Auf der Jagd nach speziellen Zeitkristallen treten sie beispielsweise im Chicago der 30er Jahre oder im Tokio der Zukunft mit Trommelrevolver, Flammenwerfer oder Plasmagun gegen die Schergen der Invasoren an. Neben der actionreichen Alienjagd erwartet sie dabei auch das ein oder andere Rätsel. Und 21 zusätzliche Herausforderungen fesseln sie auch dann noch an die Konsole, wenn sie im Story-Modus bereits den letzten Timesplitter zurück ins All geschossen haben. Wem das Einwerfen von Fenstern und das Zerballern von Melonen zu langweilig ist, kann sich seinen Adrenalinkick im ausgezeichneten Multiplayer-Modus holen. Unzählige Spielarten warten hier auf den ausgehungerten Ego-Shooter-Fan. Wenn man sich dabei jedoch noch mit mehreren Computergegnern messen will, stört ein leichtes Ruckeln die motivierende Ballerorgie. Im Einzelspielermodus ist davon allerdings nichts zu sehen. Abgerundet wird das Action-Spektakel durch einen erstklassigen Soundtrack, freischaltbare Extras und einen ausgereiften Comic-Look, der den witzigen Grundton von Timesplitters 2 unterstreicht. Einen besseren Ego-Shooter wird man auf der Sony-Konsole nicht finden. You devil, let go!